eure Hessenschaft Wissen Science Reporterin. Heute bin ich an der JLU Gießen und erkunde mich über neue Lehr- und Lernmethoden in der Chemie. Dabei stehen mir Professorin Dr. Nicole Graulich und Axel Langner zur Seite und lassen mich sogar direkt an ihren Forschungen teilhaben. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Hallo Frau Graulich, womit beschäftigt sich denn Ihre Forschung? Also wir machen chemiedidaktische Forschung. Das heißt, wir interessieren uns dafür, wie eigentlich Chemie gelernt wird. Und in unserem Fall, unsere Zielgruppe sind die Studierenden, also die das Fach Chemie studieren. Und da interessieren wir uns dafür, was haben die für Lernschwierigkeiten? Was macht Chemie vielleicht komplex oder häufig vielleicht unverständlich für die Lernenden? Und das diagnostizieren wir und klären auf, was die Schwierigkeiten sind und versuchen das dann in Förderung umzubauen. Das heißt, dass wir Lehrer anpassen, am besten natürlich adaptiv und individuell auf die einzelnen Lernenden. Und dazu machen wir uns dann Technologien wie zum Beispiel Machine Learning oder KI zunutze, weil das uns natürlich auch ein bisschen Arbeit erspart. Das müssen wir nicht alles händisch machen, sondern wir können die ganze Lernprogression eigentlich mit Technologie unterstützen. Und aber auch Eye-Tracking nutzen wir. Also wir nehmen Blickbewegungen von Lernenden auf und verstehen besser, wo schauen die eigentlich hin und wie kann ich den ganzen Wahrnehmungsprozess eigentlich unterstützen. Sehr, sehr interessant. Mir ist da vorhin schon was ins Auge gefallen. Was ist das denn? Genau, das habe ich heute Morgen schon mal vorbereitet. Das ist das, was Sie heute Morgen wahrscheinlich in Ihrem Kaffee hatten. Nämlich das ist das Koffein, also ein organisch-chemisches Molekül. Und das ist eigentlich so unser Forschungsgegenstand. Nur das kann diese Abbildung sein, das kann aber auch zeichnerische Strukturen auf dem Papier sein. Mhm. Und hier interessiert uns dann natürlich, wo fängt jetzt eigentlich ein Lernender an, sich dieses komplexe Modell irgendwie zu erschließen? Und wie kann er chemische Informationen mit den einzelnen Bausteinen verknüpfen? Und dazu nutzen wir zum Beispiel den Eye-Tracker. Und wenn Sie Lust haben, können wir das gleich mal ausprobieren. Super gerne. Hallo, Herr Langner. Hi. Was genau machen wir denn jetzt hier? Also ich werde Sie gleich eye-tracken, das heißt die Blickbewegung von Ihnen aufnehmen. Ich erkläre mal ganz kurz, wie das funktioniert. Also im Prinzip ist der Eye-Tracker einfach nur hier unten diese Leiste an dem Monitor. Und hier sehen Sie ja schon so rote Lichter. Ja. Der Eye-Tracker sendet Infrarotlicht ins Auge. Das wird einfach zurückgespiegelt und Sensoren nehmen letztendlich einfach das gespiegelte Licht wieder auf. Und dann berechnet ein Algorithmus, wo man hingeguckt hat. Also technisch ist der eigentlich sehr, sehr einfach. Mhm. Was dahinter steckt, ist dann ein bisschen komplexer. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Gerne. Ich habe jetzt für Sie eine Aufgabe vorbereitet. Hat ein bisschen was mit Chemie zu tun, aber man braucht kein Vorwissen dafür, okay? Okay. So, los geht's. Und, sind die Moleküle identisch? Ich glaube, sie sind nicht identisch, nein. Nee, ich habe einen Unterschied. Wo wäre der Unterschied? Hier bei Molekül 2 ist ein S, wahrscheinlich für Schwefel. Das ist bei Molekül 1 nicht dabei. Ja, sehr gut. Haben Sie übrigens erkannt, Molekül 1 ist auch das Koffein, was Ihnen Professor Graulich eben gezeigt hat? Ach was, nee, das habe ich nicht erkannt. Okay, sehr gut, ich beende mal die Aufgabe. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie Sie die Aufgabe gelöst haben. Also hier kann man relativ gut schon den Blick erkennen. Die roten Punkte zeigen, wohin Sie geguckt haben und die Linien dazwischen zeigen einfach, wo es als nächstes hingeht. Mhm. Und jetzt kann ich hier schon ganz gut sehen, ohne dass ich Ihre Gedanken kenne, wie Sie vorgegangen sind. Ne? Zum Beispiel jetzt hier relativ vergleichend. Das ist das Gute an dem Eye-Tracking für die Bildungsforschung. Also ich kann mit einem Sensor ganz objektiv messen, wie ist jemand vorgegangen, vielleicht auch Rückschlüsse darauf ziehen, was hat jemand gedacht. Und diese Daten, wenn ich sie analysiere, kann ich sie benutzen, um dem anderen auch wieder zu helfen, um ihm Unterstützung zu geben, zum Beispiel, damit er so eine Aufgabe viel besser lösen kann. So, da ich den Eye-Tracker ja jetzt mal ausprobieren durfte, frage ich mich, wo das Ganze in Zukunft hinführen soll. Ich glaube, die große Vision von uns auch in der chemiedidaktischen Forschung ist, dass wir die ChemikerInnen so ausbilden wollen und die Qualität der Lehre so verändern wollen, dass diese ChemikerInnen die Lösung von morgen schaffen können. Wir brauchen aktuell Lösungen für alternative Kunststoffe, alternative Verpackungsmaterialien. E-Mobilität ist ein großes Thema. Klimawandel, Carbon Capture, also wie kriege ich eigentlich das CO2 wieder aus der Luft? Wie kriege ich das gespeichert? Das sind alles Lösungen, die wir in Zukunft brauchen. Und ich glaube, das ist unser Beitrag, den wir in der Chemiedidaktik
leisten wollen, um genau diese Lösung für die Zukunft zu schaffen. Super schön. Vielen, vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Ich konnte sehr, sehr viel mitnehmen. Ich hoffe, ihr da draußen konntet das auch und seid beim nächsten Science Reporter Video wieder dabei. Bis dann.